So, gut, wir sind mal mit einer Aussage konfrontiert zum GGT. Und zwar mit der folgenden Aussage: Der GGT von A mal B und C soll das gleiche sein wie der GGT von A und C mal GGT von B und C. So, und natürlich für alle A, B, C aus Z, ne? So, jetzt die Frage. Gilt diese Aussage oder nicht? Wenn sie gilt, sollten wir sie begründen oder belegen, ne? Oder beweisen vielmehr, ne? Und wenn sie nicht gilt, braucht man ein Gegenbeispiel. Tja, gucken wir uns mal an, was bedeutet denn die Aussage? Die bedeutet, wenn ich eine Zahl habe, die ein Produkt ist, ne? Und den GGT bilde mit der Zahl, mit der anderen Zahl C, dann soll es das gleiche sein, als wenn ich jeden der beiden Faktoren getrennt hernehme. Und dann den GGT mit C bild und dann multipliziere. Vielleicht versuchen wir mal, uns anhand von Beispielen klarzumachen, ob das denn funktioniert oder nicht. Vielleicht versuchen wir mal gleich ein Beispiel zu finden, das kritisch sein könnte. Was wäre denn, wenn a mal b und c gleich wären? Ja? Also wenn a mal b gleich c ist. Was ist denn dann? Also nehmen wir mal ein Beispiel, nehmen wir mal vielleicht das einfachste Beispiel in der Form ist dann GGT. Wir bilden mal den GGT von 2 mal 2 und 4. Ja? Das wäre mal so ein schönes Beispiel, mit dem man ausprobieren könnte und ein Gefühl dafür kriegt, ob die Aussage denn stimmen könnte oder nicht. Ne? Also vielleicht nochmal zur Erklärung, wir machen jetzt ja keinen Beweis oder so, sondern das kann man ja nicht mit einzelnen Beispielen in dem Fall, sondern wir versuchen uns mal mit Beispielen ein Gefühl zu verschaffen, ob die Aussage überhaupt stimmen kann oder nicht. Vielleicht stoßen wir dabei auf ein Gegenbeispiel, vielleicht werden wir aber auch davon überzeugt, dass das stimmt und dann müssten wir versuchen, das zu beweisen. So. Was ist ein GGT von 2 mal 2 und 4? Das ist natürlich der GGT von 4 und 4. Das ist gleich 4. Was passiert denn jetzt, wenn wir das trennen? Ne? Machen wir mal den GGT von 2 und 4. Der ist gleich 2. Okay. Das heißt, da a und b jeweils 2 ist, wäre das tatsächlich auch der GGT von 2 und 4 mal dem GGT von 2 und 4. So. Können wir denn jetzt, also das gilt, ne? Das haben wir ein Beispiel gefunden, dass es das gilt. Aber vielleicht könnten wir uns jetzt überlegen, ob wir durch die Tatsache, dass hier zweimal das gleiche rauskommt, kommt beides mal 2 raus und 2 mal 2 ist 4. Ob wir das Beispiel so modifizieren können, dass wir das hier links so machen, dass nicht 4 rauskommt. Ah ja, wie wäre denn das Folgende? Pass mal auf. Wie wäre denn, wenn wir hier statt der 4 2 setzen? GGT von 2 mal 2 und 2 ist gleich der GGT von 4 und 2 ist 2. Ah ja, aber jetzt haben wir doch, pass mal auf, gucken wir, wenn wir das jetzt anschauen, GGT von 2 und zum 2, na, das müssen wir jetzt aufteilen, von 2 und 2 ist auch 2. Das heißt, wir bilden ja rechts ja eigentlich ein GGT von 2 und 2 mal dem GGT von 2 und 2. Da kommt 4 raus und das ist tatsächlich ungleich 2. So, jetzt haben wir ein Gegenbeispiel gefunden, ne? Der GGT von 2 mal 2 und 2 ist 2 und das ist ungleich dem GGT von 2 und 2 mal dem GGT von 2 und 2. Das ist nämlich 4. So, jetzt war das letztlich ein Prozess, bei dem man ein bisschen rumprobiert, ne? Versucht nach Möglichkeit ein bisschen systematisch ranzugehen oder mit Erfahrung mal so Extremfälle auszuprobieren. Ne? Und ja, und sind jetzt durch das Ausprobieren auf ein Gegenbeispiel gekommen.